schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Helger. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind und begrüße Sie im Namen von FXLED. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Wir schauen uns gleich direkt mal den Risikohinweis an. Bevor möchte ich aber dem Dirk nochmal ein riesen Dankeschön sagen, dass er in dem ganzen Chaos aktuell und Stress mit uns trotzdem heute noch das Webinar macht. Und nichtsdestotrotz müssen Sie bitte beachten, dass dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken dient. Unabhängig vom heutigen Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade heute macht. Ja, super, dann gebe ich direkt weiter. Es geht ja auch nicht um mich. Und mal schauen, was die Märkte heute Morgen macht. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Da kommt nichts. Ah, jetzt. So, ja. Um mich geht es auch nicht, sondern um den Markt. So, aber irgendwie hat hier Code kurz irgendwie das Ding gehakt, aber auf jeden Fall sollte jetzt das Bild ja da sein. Ich hoffe auch. Ja, ist da. Okay, gut, dann sage ich an der Stelle erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die sonnige Runde oder umgekehrt einen sonnigen guten Morgen in die Runde. Und wie der Nelson ja gerade schon gesagt hat, so von wegen in dem ganzen Stress, aber das soll ja hier überhaupt gar keine Rolle spielen, sondern ist ja immer irgendwie so, the show must go on. Und ich mache das natürlich auch gerne und bin ja auch immer ganz froh, wenn halt, also so ein Webinar ist halt immer so, hey, da musst du halt wach sein, da musst du da sein, du musst es einfach machen. Und ich finde es auch immer super. Von daher war das für mich irgendwie auch klar, dass ich das mache. Ich hatte zwar tatsächlich kurz irgendwie überlegt, oh, solltest du vielleicht nicht besser absagen, aber dann haben sich hier so ein paar Sachen jetzt dann doch noch geklärt. Und von daher alles halb so tragisch. Ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen und ist auch schon wieder viel los hier, sehe ich gerade, sind wieder echt viele da, freut mich natürlich mega und ich hoffe, dass wir hier heute was zustande kriegen. Wobei, ich glaube, wer halt sich irgendwie die letzten Tage den Markt angeguckt hat, der hat sich auch schon gedacht, oh, was ist das denn? Also die Vola ist halt wirklich unterirdisch jetzt mittlerweile seit über einer Woche. Und wo es dann morgens mal irgendwie in der Range von 3 Punkten halt rumzuckt. Es könnte natürlich sein, dass das heute auch so ist, das weiß ich aber nicht. Und wir werden es halt wohl rausfinden. So, was, ich gucke mal hier gerade die Kommentare durch, lese mir erstmal die ganzen Frechheiten und guck mal, wen ich da erstmal zusammenfalten darf. So. Ja, genau. Ach, als Butler hast du dich beworben, Nelson. Ja, stimmt. Ich habe ja irgendwie noch geschrieben, letztens irgendwie mit dem Trading, da konnte ich irgendwie einiges rausreißen an den Kosten, weil ich ziehe ja gerade um, nur für diejenigen, die den Gag nicht verstanden haben. Also ich stecke hier mitten im Umzug oder beziehungsweise heute beginnt eigentlich so die heiße Phase. Und deswegen ist das Webinar jetzt hier so ein bisschen die letzte Amtshandlung, bevor dann halt der eigentliche Move dann tatsächlich startet. Und jetzt, ich bin halt ab heute Morgen dann auch die nächsten 2 Wochen nicht komplett raus, aber halt nicht mehr wirklich da halt auch. Und der Lutz hat gerade dem Nelson vorgeschlagen, der soll sich bei mir als Butler bewerben, weil ich ja gemeint habe, im Umzug ist zwar vieles bezahlt mit dem letzten Long Trade oder halt ja doch vieles, aber halt eben kein Butler. Und daher kam auch der Gag. So, und dann gucke ich hier mal gerade noch durch, bevor wir gleich auf den Markt eingehen. Der Timo übrigens, der ist auch mitten im Umzug, das haben wir echt super getimt, wir zwei. Nämlich gar nicht, das war natürlich ein Zufall, der ist auch im Umzug. Und, aber dafür wird es ja dann auch nachher. Und ist jetzt dein Nachbar, demnächst. Ja, nicht wirklich, der Timo zieht ja schon ein bisschen weiter raus, aber jetzt auch nicht so weit, ja. Und wir, steht hier die Frage, wo zieht ihr hin? Also ich sag mal so, es ist ein Teil von Köln, der kein Teil von Köln mehr ist, weil er mal ein Teil war, aber irgendwann ausgegliedert wurde. So, wer sich in Köln ein bisschen auskennt, der weiß dann, wo das ist. Also aber kompliziert gesagt jetzt. Ja, aber
Ja, stimmt, ja. Es war früher mal Köln, ist es jetzt aber nicht mehr, aber trotzdem ist es natürlich schon noch gefühlt, irgendwie gehört es noch dazu. Leverkusen, nein. Nee, 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 nee. Nach Leverkusen, um Gottes Willen. Das ist so, also wer in Köln lebt, hier von den Zuschauern, der weiß, Leverkusen, das ist, nee, gibt es auch so ein, egal, lassen wir das jetzt. Ein Karnevalssong hätte ich fast gesagt, der heißt eigentlich Rot, Rot, Rot sind die Ruse. Und in Köln auch gesungen als Tod, Tod, Tod ist Leverkusen. So, Schluss weiter jetzt. So, okay. So, wir gehen mal aufs Bild hier. Der Nelson hat es aber auch gerade schon gesagt, bitte nicht nachhandeln, falls ich irgendwie einen Trade machen sollte. Und kann ich halt auch immer nur wiederholen, ne? Das ist halt immer so eine Sache mit dem Nachhandeln. Wenn man nachhandelt, dann sollte man es immer machen, dann geht es wahrscheinlich auf, aber da muss man auch wirklich hier jedes Mal mit dabei sein in den Webinaren und ansonsten bringt es nichts, weil dann ist es halt reines Gezocke. Ports ist auch nicht, das ist die falsche Rheinseite übrigens, Ingolf. Das geht auch gar nicht. Nee, nee, das ist schon noch hier auf der richtigen Seite vom Rhein. So, also links der DAX, rechts der DAO. Den DAO werde ich gleich ansprechen. Gucken wir jetzt erstmal den DAX an. Auch wenn die Vola im Keller ist, beziehungsweise die letzten Tage jetzt immer gewesen ist, war es dann doch der DAX, der dann morgens wenigstens noch ein paar Punkte gemacht hat, während der DAO dann irgendwie 5 bis 10 Punkte-Ranges halt zustande gebracht hat. Nichts sonst. Von daher glaube ich oder hoffe ich, dass es keine falsche Entscheidung ist, sich hier auf den DAX zu beziehen. So, gehe ich jetzt mal rein hier von meinen Levels aus, die er die ganze Zeit immer irgendwie ziemlich super fand, der DAX. Dann würde ich halt hier erstmal, also das Bild ist long, ne? Das ist erst soweit gar keine Frage. Und nur weil wir jetzt hier gestern mal irgendwie eine rote, schwarze, wie auch immer, Tageskerze hatten, also das hier ist ja der Daily, ist das jetzt nicht unbedingt direkt short, ja. So, das heißt ja nur, es ging gestern nicht weiter. Weil ich habe gestern auch in meinem Blog geschrieben, Mensch, DAX, ey, wenn du es hinkriegen willst, dann geh einfach rauf, ohne Rücksetzer um 9 Uhr und am besten direkt auf 16.000. So, das hat er irgendwie dann mal angefangen und rausgekommen ist nichts, hat nur bis 900 geschafft und dann pendelt er sich halt schon wieder unter der 15.800 ein. Das würde bedeuten, erstmal, dass also wir schließen ja nochmal höher. Ja? Das heißt, das geht hier so minimal in kleinen Schritten, sieht man es ja halt hier auch, ne? Geht es halt irgendwie hier im Tagesrhythmus immer höher. Also hier auch gestern, obwohl es eine rote Kerze war oder bei mir eben schwarz, nochmal ein bisschen höher geschlossen. Also das ist schon ungebrochen soweit, ne? Aber halt. Da fehlt natürlich echt so ein echter Schub nach oben, damit das Ding dann auch wirklich dann halt mal weiterkommt. Ne? Weil hier oben gehen jetzt halt die Käufer aus, aber wie gesagt, es heißt gar nichts. Also für meine Begriffe ist hier absolut rein gar nichts short erstmal. Und wäre erst der Fall, wenn wir jetzt mal überhaupt mal unter einem Vortag schließen, dann könnte man sagen, ja, okay, vielleicht sollte man irgendwie mal in die andere Richtung mal gucken, ob sich da halt noch irgendwie ein Argument findet. Ich sehe es momentan noch nicht. Schön wäre jetzt natürlich hier nochmal kurz auf die 800 bei der Eröffnung und dann halt die nächste Attacke nach oben. So, das mehr kann ich da momentan nicht erkennen. Kritisch wird es erst, wenn er unter diese losgeht, hier im Daily, die wir jetzt die letzten 2 Tage hatten. Ja, das war irgendwo so bei 760 um den Dreh rum. Wenn er sich darunter etabliert, da wäre das für Long natürlich nicht gut, dann wird er sich hier unten irgendwo wieder einpendeln. So, das ist so meine Sicht auf den DAX. Das heißt, ich würde jetzt hier tatsächlich dann auch versuchen, und der Werner hat es schon geschrieben, schlagt mich, wenn ich das nächste Mal den DAX handle. Also muss ich heute wieder geschlagen werden. Aber ich glaube, das ist trotzdem der richtige Ansatz, hier mal beim DAX zu bleiben. So, das heißt, hier haben wir Kassaschluss von gestern. Die 800 zeichne ich hier mal kurz ein. Also ich bin jetzt ja nochmal gewechselt hier von meiner Übersicht auf den Handelschart. Ne, das heißt also, ich kann nach Volumen und so weiter, braucht man hier, glaube ich, auch nicht zu gehen, weil dafür ist das alles viel zu eng, was der DAX hier veranstaltet, um sich da irgendwo großartig zu orientieren. Weil was nämlich hier tatsächlich einfach fehlt, ist Volumen, nichts sonst. Ja. Und von daher, glaube ich, macht es nicht viel Sinn, jetzt irgendwie zu gucken, wo war gestern dieses und jenes. Und weil es wahrscheinlich einfach nichts bringen wird, ne? Weil man da nichts rauslesen kann. So, das heißt, also hier ein Rücksetzer irgendwo unter die Highs, ja, ich bin ja auch hier jetzt erstmal im
kleinen Timeframe. Man sieht aber auch auf der größeren Ebene nichts. Hier unten im H1 zum Beispiel halt auch, ist auch nichts. Ist halt die Frage, geht man da wirklich sofort long rein oder wartet man jetzt erstmal auf den Rücksetzer halt irgendwie ab? Also ich würde mich halt hier einfach irgendwo positionieren. Also ich mache das jetzt auch hier mehr oder weniger exemplarisch von der Positionsgröße her und will mir jetzt hier nicht eine riesen Position ans Bein nageln, weil ich nachher keine Zeit mehr habe, mich drum zu kümmern. Das heißt, ich muss hier mit Ende des Webinars dann auch mit der Geschichte fertig werden. Und von daher halte ich mich da jetzt ein bisschen zurück und bin wahrscheinlich dann auch ein bisschen schneller aus der Nummer dann auch wieder draußen und werde dann nicht ewig irgendwie durchhalten. So, kurz einen Schluck Kaffee trinken hier. Aber Düsseldorf kommt hier auch noch. So weit kommt es dann doch nicht. Ein Spaß. Ich muss ja wirklich gestehen, ich finde Düsseldorf eigentlich echt schön. Ne? Das darf man ja als Kölner nicht sagen, wobei es natürlich Quatsch ist, aber die Düsseldorfer haben sich einfach mehr Gedanken gemacht, so wie man eine Stadt schön hinkriegt, als die Kölner. Die Kölner, das war so, glaube ich, die Nachkriegsmentalität. So, wir machen überall einfach mal Fliesen dran und wenn der nächste Krieg kommt, dann wird einmal feucht abgewaschen und dann ist wieder alles fein. Das war so die Baumentalität hier in Köln. Die Düsseldorfer haben sich da ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Aber da war auch nicht so viel kaputt. Von daher, Düsseldorf ist schon völlig okay, aber nee, ist es nicht. Ist es nicht. So. Also gucken wir mal hier. Ja, wir haben ein Spread von 1,5. Ich habe ja da auch in der letzten Woche schon was dazu gesagt. Da hat sich ja bei FX Flat was geändert und da habe ich FX Flat auch in Schutz genommen, was das angeht. Und will das jetzt hier gar nicht groß thematisieren, aber ich glaube, diese 0,7 Punkte mehr, die wir hier an Spread haben, machen jetzt das Ding nicht irgendwie oder machen den Bock halt nicht fett. Ne? Also das glaube ich nicht wirklich dran. So, mal gucken, ob wir hier jetzt nicht direkt rauflaufen. Komm, ein kleines Stück zurück. Wenn nicht, muss ich mich da oben irgendwie reinfummeln. Aber die Vola ist schon wieder, naja gut, das sind jetzt erstmal ein paar Sekunden. Das will ich jetzt auch nicht überbewerten. Ich würde aber tatsächlich vielleicht hier oben einfach mal anfangen, einfach reingehen. Und also ist keine Empfehlung, ne? Wenn ich sage, ich würde. Das heißt nur, ich mache es. So, und dann nach unten halt skalieren die Nummer, falls er nochmal irgendwie runterkommt. Und ansonsten halt mal sehen, ob er hier, ob er es schafft, nochmal so einen Impuls wie die letzten Tage hinzukriegen, gleich am Anfang und dann halt direkt nach oben abzuhauen. Das heißt, hier im Daily, mal ausgehend davon, dass die Kasse sicherlich gerne irgendwie die Daily-Grenzen auslotet, wie jetzt hier direkt nach oben laufen, sollte man hier vielleicht auch gar nicht irgendwie unbedingt dazwischen gucken, sondern gleich gucken, okay, wo war das Vortageshoch? Weil da hat die Kasse ja natürlich Bock drauf. Und vor allen Dingen, wenn es irgendwo die Chance gibt, das zu machen und dann eigentlich um 9 Uhr. Ne? So, jetzt weiß ich natürlich trotzdem nicht, ob das Volumen jetzt wirklich um 9 kommt, ob nicht doch noch einer irgendwie eine verlängerte Knopperspause macht und dann irgendwie heute Nachmittag mit den Amis irgendwann aufschlägt. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Herausforderung dabei. So, aber hätte man 10 Punkte gewollt, hätte man die hier jetzt schon gehabt. Aber ich guck mal, ich lasse den jetzt den erstmal auf. Und wobei ich eigentlich schon gut gefunden hätte, wenn wir auf der Unterseite irgendwie korrigiert hätten. Aber vielleicht kommt es ja noch. No, das heißt dann jetzt auch, ich lasse den jetzt dann auch gegen mich laufen, falls das jetzt irgendwie kommen sollte. Da ist die 800. Und, no, hier jetzt, wie gesagt, das ist eher eine exemplarische Position. Das Gap sollte er besser nicht zumachen, also das Kassa-Gap. No? Und weil das meistens eigentlich ein Indiz dafür ist, dass es halt hakelig wird oder eben halt dann doch weiter korrigiert, drüber hinweg korrigiert. Weil ich sage mal, ein Gap Close von oben ist kein bullisches Signal. Ne? Weil so nach dem Motto Gap Close und dann wieder rauf, bin ich eigentlich nie so ein Fan davon. Also ich bin da immer etwas irritiert, wenn er das macht. So, das heißt, es passiert hier erstmal nicht viel. Ich gucke mal gerade auf Dow. Oh, der klebt auch auf der Stelle. Okay. Bin ich jetzt aber auch im Daily. Hoppla. Geht mal hier mal auf die Stunde auch. Ja, klebt auch erstmal fest, soweit okay. Versucht da oben auch drüber rauszukommen, aber der Dow, wie gesagt, den finde ich in letzter Zeit morgens
extrem kritisch. Also da habe ich gestern irgendwie auch eine Position aufgemacht und dann lief das ganze Ding nur hin und her, illiquide. Und im Endeffekt war es einfach nur unnötig und hat Geld gekostet. Hätte ich mir auch sparen können. So, das heißt halt eben auch, wenn er jetzt irgendwie hier drüber geht, kann man auch versuchen, natürlich nach oben zu skalieren, die Nummer. Ne, also im Gewinn. Wobei dann halt die Frage ist, macht man da wirklich eine Verdopplung? Warte hier mal kurz einen Spike ab. Mal gucken, ob das überhaupt hinkriegt. Also das heißt, einmal kurz drüber stechen und dann würde ich erst einen zweiten Anlauf da oben nochmal long gehen. Um dann halt mal zu sehen, ob er das schafft. Was mir noch nicht so gefällt hier ist, das sehe ich gerade im H1, dass wir hier durch dieses Level durchgelaufen sind ohne Rückbestätigung. Das müsste aber, nee, das war gestern, ne? Ja, okay. Könnte dann auch noch heute Nachmittag kommen. Ne? Also hier nochmal unter die 800 dippen, auf der anderen Seite wieder 800. Weiß, ich habe ja hier auch eine grüne Linie hingezeichnet, ne, weil ich ja gesagt habe, so, das wäre so ein Rücklauf, aber nochmal 800 ist auch irgendwann kritisch. Ne? Also vorgestern, beziehungsweise nicht vorgestern, sondern am Freitag, hat er auch einfach nur da unten festgeklebt die ganze Zeit, den ganzen Tag. Und irgendwann ist ja auch mal gut. Das heißt, das wäre dann eher die Gefahr, wenn er dann nochmal hinläuft, wenn das nicht ganz schnell erledigt ist, dass er halt da nochmal kleben bleibt. Ne? So. Mein 825 Long Frühstücksbrötchen. Boah, da ist ein Pivot, ne? Finde ja auch irgendwie immer ganz spannend in letzter Zeit. Und er klebt da halt einfach echt so ein bisschen zu viel dran. So, und das heißt, also das hier meinte ich, ne? Wenn jetzt nochmal neues hochkommt, dann ja. Das wäre dann auch jetzt der nächste 5 Minuten Impuls, wenn es denn einer wird. Ja. Der darf das Ding natürlich dann gerne nach oben durchrocken. Und von da halt zumindest mal hier die 856. Das wäre halt so das nächste Level, hier die Eröffnung von der Abwärtsbewegung. Und aber eigentlich geht es ja natürlich um den Daily. Das heißt also, Oberseite ist höchstwahrscheinlich doch interessanter als Unterseite. So, doof wäre natürlich, wenn er jetzt noch anfängt, hier zu korrigieren. Großartig. Weil dann haben wir so. Das, wo ich immer sage, so die Richtung oder die Reihenfolge ist das Problem. Weil direkt rauf funktioniert meistens nicht, dann geht es erst nochmal runter und das heißt aber dann, es könnte hier unten irgendwie länger dauern. Ne? Von daher wäre das ein bisschen doof. Was? Hat jemand ChatGPT bemüht, ein früherer Stadtteil von Köln, der heute nicht mehr zu Köln gehört, ist Deutz. Ja, nee, nee, umgekehrt. Ne? Also, es gehörte zu Köln, gehört jetzt nicht mehr zu Köln. Krass, ChatGPT, ich habe mir das irgendwie noch nie wirklich angeguckt. Ich glaube, das soll ich auch mal machen. Also, ChatGPT hat das irgendwie falsch verstanden, so wie ich das sehe. Ja, ne, also hier Reaktion am R2 ist soweit okay. Das passt schon. Kann er so machen. Und mal gucken, ob wir den jetzt nochmal darauf kriegen oder nicht. Also, ne, wenn es jetzt hier nur um 10 Punkte geht, habe ich ja gerade gesagt, dann haben wir die ja da oben. Ne? Aber ich versuche jetzt halt zumindest, ich versuche hier nicht zu skypen, sondern versuche halt irgendwie so das Gesagte umzusetzen. Das heißt, ich habe ja gemeint, für meine Begriffe ist da nichts short, das ist alles immer noch long. Und von daher, wenn er jetzt zumindest läuft wie die letzten Tage, dann werden wir ja da wohl hoffentlich ein paar Punkte nach oben raus hinkriegen. Und wenn er jetzt nicht irgendwie gerade hier den Turnaround Tuesday macht und den Trend umdreht, das wäre ich natürlich komplett daneben. Aber dann kann ich es nicht ändern. Ne? Aber ich kann ja nur nach dem gehen, was momentan da ist und jetzt ohne zu orakeln, was da halt passiert. R2, genau, hier oben. Ne? Das ist auf die Stunde gerechnet der Pivot. Und das sind Scalping-Marken. Und da sieht man zum Beispiel, der DAX findet den R2 immer total schwierig.
Beziehungsweise ist dann eher so der Indikator, wenn er da drüber geht, dann läuft das Ding auch nochmal deutlich weiter und beim DAU ist es der R1, nicht der R2. Kann man sich mal angucken. Aber auch genauso beim DAU der S1 und beim DAX auch der S2. Das kann man im Stereo Trader ja einfach anklicken. Ja, hier unten einfach bei PH. Ich habe die halt immer standardmäßig drin, weil so, das weiß man halt irgendwann. Also, was heißt, weiß man irgendwann? So, ich habe es halt irgendwann mal entdeckt. Ich weiß keine Ahnung mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Aber das ist einfach eine Tatsache, dass da irgendwelche Algos scheinbar drauf irgendwie abfahren. Und der Markt hat einfach immer reagiert. So, es könnte jetzt halt wirklich sein, ne, dass wir halt hier runterkommen. Hier unten wäre dann der R2. Die kann man dann vielleicht auch ein bisschen anders skalieren dann. Und da unten doppelt, falls halt wirklich da runterkommt. Ich hoffe es nicht. Also von mir aus kann der jetzt wirklich direkt nochmal nach oben rennen und dann eben hier auch gleich ein neues Hoch machen. Da wäre ich schon ein Freund davon. Aber also manchmal gehen mir meine eigenen Levels auch auf den Keks. Hier zum Beispiel jetzt im H1 aus dem Live-Chart kommt hier dieses Level, dass er da jetzt schon wieder direkt dran reagieren muss und nicht mal wenigstens mal ein, zwei überlaufen kann. Stattdessen stehen wir da jetzt schon halt darum. Ja, aber mit der Vola sieht leider nicht gut aus bisher. Ne? Also ist irgendwie 20 Punkte raufgelaufen. Ah, vielleicht kommt ja gleich noch einer hinterher. Wir werden sehen. Es sind jetzt erstmal gerade 9 Minuten vorbei. Und nett wäre natürlich, wenn man so eine Bewegung mitnehmen könnte bis 9:30 Uhr und dann halt irgendwo den Stop irgendwo setzen kann und dann ist gut. Aber mal sehen. 15 Minuten ist ja für mich immer so ein bisschen so der Erste, der was zu melden hat, weil es nicht ganz so ein kleiner Timeframe ist und man auch oft eben sieht, dass halt, wenn jetzt zum Beispiel solche Long-Only-Tage, wie ja letztens auch einer war, dass die oft halt wirklich im 15-Minuten-Takt halt laufen und man dort keinen einzigen Außenstab gebrochen hat, sondern wirklich im Außenstab-Takt im 15 nach oben gelaufen ist. So, also brauchen hier so bisschen Bewegung nach oben, gerne bitte. Und dann bitte mit einem ordentlichen Ruck. Und dann halt mal oben raus. Was? Mangels Hemd muss ich heute auf die Friese eingehen. Ah, okay. Mangels Hemd, ja. Ja, fürs Hemd hat es nicht mehr gereicht. Das ist auch so, mein Kleiderschrank ist auch schon teilweise eingepackt. Da habe ich zumindest eine gute Ausrede heute. Ja, ich bin am Wochenende war ich halt in der Bude und komme zurück und irgendwie ist plötzlich mein halber Kleiderschrank irgendwie eingepackt. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Aber okay, das war halt der Deal. Ich habe mit Packen nichts zu tun. Ich mache die anderen Sachen und dafür packe sie den ganzen Kram zusammen. Bedank dich lieber. Bitte? Sag, bedank dich lieber. Ja, natürlich doch, klar. Bin ich aber, ich hasse Packen. Ich hasse Kartons. Ich mag das nicht. Also was ich ja mal ganz nett finde, ist ja zwischendurch mal irgendwie mal anpacken. Also, ne, dann eben quasi Baustelle und da halt mal irgendwie was reißen, bauen, konstruieren, machen, tun. Das finde ich ja schon dann jetzt auch ganz okay und auch mal eine nette Abwechslung, aber immer bräuchte ich natürlich auch nicht. Aber finde ich alles besser als schleppen, packen oder das Schlimmste finde ich ja halt irgendwie irgendwelche Möbel aufbauen. Da komme ich gar nicht drauf klar. Also so Fertigmöbel, Möbel selber bauen, ja, so irgendwie Ideen entwickeln und weiß nicht was. Das finde ich dann wieder halt spannend. Aber jetzt so irgendwie IKEA oder weiß der Geier wo und dann da mit nach irgendwie Anleitung, das kannst du mich jagen mit. Ich hasse es. Aber gut, aber vielleicht auch deswegen, weil ich bin in meinem Leben auch wirklich schon oft umgezogen. Und irgendwann kann man es ja dann auch und dann muss man es nicht noch 100 Mal üben. Man ist, aber es gibt auch welche, die machen das gerne. Ja, wir haben tatsächlich aber
glaube, nichts von IKEA. Also nichts gegen IKEA auch nicht, ne? Von daher. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Aber schlecht ist das jetzt nicht unbedingt. So, gehst du immer sofort nach dem Opening in den Markt? Ja, es kommt drauf an. Also wenn ich halt eine Richtung irgendwie vorher halt sehe, die für mich plausibel erscheint. Und das Ding ist halt immer, ne, mit der, also André fragt es hier, das Ding ist halt immer, wenn wir so eine Wohle haben wie jetzt, und wenn man da irgendwie um 9 Uhr oder wenn der halt dann eine Richtung einschlägt, ja, da kommt ja oft nichts mehr hinterher. Und ich habe es jetzt die letzten Tage so oft gesehen, wo ich dachte so, ey, wenn du da in der falschen Richtung unterwegs bist, da hast du gar keine Chance mehr. Da kannst du den Rest vom Tag irgendwie, kannst du ja Zeit nehmen und musst dich dann nur mit dem Trade befassen, dass der irgendwann vielleicht mal nochmal ein paar Punkte in deine Richtung macht. Und deswegen finde ich es zumindest momentan, wenn man halt eine Tagesrichtung irgendwie hat, dann besser, sich gleich irgendwie um 9 Uhr festzulegen. Und weil es kann sein, dass das einfach nachher, dass man halt nicht mehr reinkommt, ne? So, aber ansonsten grundsätzlich nicht immer, ja. Es ist halt eher so von der Momentaufnahme her. Und ich hoffe natürlich, dass es richtig liegt. Also Daily ist für mich Long. Die rote Tageskerze interessiert mich nicht wirklich. Und das relevante Ziel wäre für meine Begriffe eben das Tageshoch von gestern. So, und dann, was soll ich denn da machen, ne? Und von daher muss ich dann halt eben gucken, wie ich da halt reinkomme in den Markt. Und falls, wie gesagt, wenn Volumen kommt, ja, es wird in der Regel nicht irgendwie um 12 kommen, passiert auch schon mal, ja, sondern dann ist ja dann doch eher morgens die zur Eröffnung die Wahrscheinlichkeit am größten, dass da halt ein bisschen was passiert und nicht mehr unbedingt den Rest vom Tag. Ja, nachmittags natürlich nochmal, ne, mit den Amis, aber eben auch nicht immer. Also momentan finde ich den Markt ein bisschen schwierig, also den zu handeln, weil halt einfach, es ist zu wenig Volumen da. Ich weiß nicht, woran das liegt, ne? Also Osterferien irgendwie ist jetzt irgendwie auch mal vorbei. Von daher hätte gestern eigentlich ein bisschen mehr passieren müssen, wenn das der Grund gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Also vielleicht gibt es andere Gründe, die ich nicht kenne. Aber ich finde es schon ein bisschen anstrengend. So, ne? Aber gucken wir mal. Irgendwann ist ja auch wieder vorbei. So, und ich hoffe ja halt, dass das halt eben jetzt auch langsam mal der Fall ist. Und irgendwann wird es auch wieder knallen. Ne? Also das heißt nicht unbedingt runter, sondern knallen heißt ja nur, das Volumen wird irgendwann kommen. Und dann geht es auch wieder weiter. Und dann haben wir wieder irgendwie einen normalen Handelstakt. Und das kann halt einfach jederzeit der Fall sein. Das heißt, man soll sich jetzt nicht allzu sehr davon irritieren lassen. Aber klar, wenn man nicht handeln muss, gibt es ja auch keinen Grund, da irgendwie die ganze Zeit irgendwie davor zu sitzen. Aber ich muss ja heute quasi. Nein, ich muss nicht, ne? Aber deswegen bin ich halt hier auch, ne, von der Positionsgröße mehr als überschaubar jetzt drin. Wie gesagt, das ist hier eigentlich eher exemplarisch. Und klar, wenn man irgendwie nur Scalping hätte, hier oben das schon funktioniert im R2, wer weiß. Also vielleicht machen wir auch hier eine Stundenkerze, die nur 3 Punkte lang ist. Kann auch sein. Dann weiß ich eben nachher. Aber dann sind halt hier auch irgendwie nur ein paar Euro weg und jetzt nicht irgendwie ein größerer Batzen. Und ich habe hier jetzt nicht eine Position am Bein, die ich mir den ganzen Tag angucken muss. Von daher. Was ist jetzt nochmal in Englisch? So, gucke ich mal. Daniel, der ist hier ganz interessiert mit Habe ich schon ChatGPT. kommentiert. Wird wärmer. Mit Wärmer. Ah, okay. Ja. So, was ist denn jetzt hier mit dem, was ein Indiz, der ist, zu teuer ist? Ja, was heißt, das Ding ist ja halt immer das, ja gut, es ist vielleicht zu teuer, ne? Ja, ist richtig, ne? Also der Markt, der DAX, wie auch immer, zu teuer, zu billig. Das Ding ist aber auch immer das, ja, es ist teuer. Zu teuer ist es aber eher, da ist es ja nur dann, wenn es anderswo auch günstiger geht. Und dann ist halt immer die Frage, geht es dann auch anderswo überhaupt noch günstiger?
Wenn wir es jetzt einmal auf den Daily, also das ist natürlich ein absolut berechtigter Einwand. Gucken wir uns jetzt aber mal den Daily an, ja. Dann gab es ja schon ganz schön viele Chancen, dass es halt eben das Ding günstig zu kaufen. Ne? So, das heißt, das war Jahresanfang. Da war es zu teuer. Das ging irgendwie dann doch zu steil. Jetzt mal ganz profan einfach, ne? Ganz, ganz simpel. Das heißt, hier, da, viel Support, okay, da unten wollte keiner verkaufen, also kaufen wir höher, gehen wir hoch. Da oben war es dann zu teuer. Da war dann halt so der Punkt erreicht, dass so, nee, ist ja, also jetzt endgültig irgendwie, es lohnt sich nicht, hier kaufen wir nicht, ja, sondern stoßen erstmal ab und hier geht es nicht weiter. So, was macht der Markt? Geht runter auf die letzte Stelle, wo viel gedreht wurde. So, und hier waren die Chancen, wo es halt einfach nochmal günstig war. Oder auch hier in der ganzen Zeit, ja, gab es halt irgendwie auch noch so, ich nenne es mal letzte Chancen, falls das Ding jetzt weiterlaufen sollte. Aber wenn man halt nur irgendwie sagt, okay, ist zu teuer, ja, es ist zu teuer, ja, aber wird es denn noch billiger? Das ist ja dann eher halt die Frage. Das ist ja genau wie irgendwie Immobilien, ja, da sagt ja auch irgendwie ständig jeder, es ist viel zu teuer, am Markt ist überhitzt, ja. Was passiert? Gut, es wird weniger irgendwie halt gedreht, beziehungsweise halt weniger umgesetzt, aber gekauft wird es ja dann doch, ja, und weil es halt eben ja nichts Günstigeres gibt. Und das ist ja mit allem so, ja. Das heißt, klar, ich würde jetzt auch lieber hier unten kaufen. Aber ist halt einfach nicht so. Oder halt eben am Tagestief von gestern, auch okay, ja. Aber wenn er da nicht hingeht, wenn da keiner dabei ist, der mir irgendwas verkauft, was soll ich denn dann machen, ne? Das ist ja halt das Ding. Von daher weiß man das nicht. So, und sollte jetzt das Volumen als Beispiel nach oben, also beziehungsweise den Markt nach oben schieben, ja, und hier oben das Volumen zunehmen, dann würde man ja auch erkennen, okay, hier oben ist jetzt der Punkt, wo es einfach attraktiv ist, ja, zuzuschlagen. In welche Richtung auch immer. Und von daher ist das ja immer relativ, ja. Ich meine, günstig war der DAX im Corona-Crash bei 8.100 und irgendwas, ja. Das war günstig. Aber da sind wir halt einfach nicht mehr. Ne? So, von daher, und genauso wie das irgendwie auf das Makro-Bild passt, passt es aber eben halt auch Intraday genauso. Ne? Wenn jetzt hier einfach keiner kommt, der halt irgendwie günstiger verkauft, sondern nur teurer verkauft, dann wird das Ding nach oben gehen. Und das ist halt immer so, klar, der Markt schiebt sich dann da halt auch so an die Stellen dann hin, wo man ja auch oft sieht, dann krabbelt der so runter, ne, so, und dann wird halt irgendwie so mit ganz schlappem Volumen oder irgendwann macht es dann Pem, ja, weil dann halt einfach erkannt wurde, okay, es geht halt nicht weiter, ja, also das hier, es spielt keiner mehr mit, dann werden Positionen aufgelöst und dann geht es in die andere Richtung. Von daher ist das immer mit dem zu teuer, zu billig, immer die Frage in Bezug auf was, ne? Das muss man immer auch in den realistischen Kontext setzen. So, ich habe hier oben, sieht man ja gerade, ne, die zweite Position ist hier oben mit reingegangen. Vielleicht ein bisschen früh, aber ich meine, wir reden halt hier auch wirklich über einen Markt, der eine Katastrophe ist, kann man nicht anders sagen. Von daher, muss man jetzt einfach gucken, da was passiert, weil das ist einfach kein wirklich normaler Markt, finde ich. Das ist schon ein bisschen arg arm, was halt hier volatechnisch passiert. Aber es ist, wie es ist. Kann es nicht ändern. Mal gucken, was der hier macht. Ah, der ist da oben ein bisschen rumgedreht. Es hat aber auch nicht wirklich viel. Ne? Irgendwie von knapp über der 20, also 34.000 über 20, jetzt hier irgendwie 12 Punkte runter. Ja. Müssen wir auch nicht drüber reden. Der DAX macht schon Löcher. Weiß nicht, ob das im Future jetzt auch war, aber hier war jetzt gerade sogar noch ein kleines Gap. Herrgott, da wird doch mal einer irgendwie ein paar Punkte irgendwie das Ding nach oben schicken können. Aber wenn nicht, dann kann ich es nicht ändern. Aber ne, wie gesagt, ich bin aber halt eigentlich, versuche ich hier meine Haltung mir selbst gegenüber zu rechtfertigen und zu verteidigen, zu sagen, okay. Ich weiß, wie es die letzten Tage gelaufen ist. Ab 9 Uhr in irgendeine Richtung. Auch wenn er jetzt gestern nochmal zurückgekommen ist und vorgestern auch. Aber an den Tagen davor ist er dann halt irgendwo oben kleben geblieben, ne? Nachdem er losgelaufen ist. So, und das ist das, was ich halt habe, was halt die letzten Male eben passiert ist im DAX. Und von daher, darauf muss ich mich ja halt irgendwo
nicht verlassen, aber das ist auf jeden Fall mein Indikator, ja. So. Und das Verhalten eben der Teilnehmer, Algos oder was auch immer, was die letzten Tage da war, eben in der Annahme, dass sich das jetzt nicht komplett schlagartig heute verändert, nur weil ich Webinar habe. Das heißt nicht, dass es nicht passieren kann, ja, auch klar, aber dann auch bestimmt nicht, weil ich hier das Webinar halte, sondern weil es dann halt eben so ist. So, und von daher gucken wir jetzt mal hier uns das mal ein paar Minuten an. Wie gesagt, ich werde heute auf jeden Fall nicht irgendwie überziehen können. Spätestens um 21:15 wollte ich eigentlich hier raus sein. Und oft ist es halt so, dass man dann um 9:30 Uhr so ein bisschen Volumen dann nochmal sieht und dann gucken wir mal, wo er da halt hinsteht, wo er dann halt hingeht, beziehungsweise was da passiert. Ach, der Heiko ist auch da. Moin, Heiko. Heiko Behrendt, Erklärbär vor dem Herrn. Der Heiko ist der beste Erklärer, finde ich immer. Das ist immer so krass. Der malt auch immer so schön. Ich kann ja nicht malen. Und der Heiko macht es immer total super. Ja, im Future nichts los, ne? Sieht man hier auch, das ist ja tote Hose. Aber vielleicht verliert ja gleich einer die Nerven und kauft einfach den ganzen DAX. Was? Passt schon, wir haben 10:30 Uhr Zahnarzttermin. Das ist, ja, gut. Es gibt ja viele Möglichkeiten, irgendwie so den Morgen zu verbringen oder einen Tag gut zu starten. Zahnarzttermin ist ja nur eine von vielen Möglichkeiten, wie man sich den Tag versüßen kann. Am besten mit einer Wurzelbehandlung. Das ist besser als jeder Kaffee, weil man ist auf jeden Fall wacher danach. Außer man kriegt es halt irgendwie im Gummihammer eine Vollnarkose, dann eher nicht. Aber das ist ja heute nicht mehr unbedingt Usus bei den Zahnärzten. Von daher kann ich das nur jedem empfehlen. Macht eine Wurzelbehandlung morgens. Trinkt weniger Kaffee. Oder beides. Das geht natürlich auch. Der Raoul. Weiß ich jetzt gar nicht. Also kenne ich das? Gehört das zu uns, Nelson, das Produkt, was der Raoul da. Nein, das haben wir nicht. Wir hatten das früher mal in Kooperation mit einem anderen Liquiditätsprovider, aber heute nicht Okay. mehr. Ja. 11 Punkte mitgenommen, der Werner, ja. Kann wirklich die richtige Entscheidung gewesen sein. Von daher. Aber ich guck mal. Also wir haben noch 5 Minuten, bis halt hier jetzt irgendwie die halbe Stunde um ist. Kleben jetzt natürlich jetzt hier so ein möglicherweise Widerstand, ich weiß es nicht. Ne? Also dann ist es halt so, keine Ahnung. Aber grundsätzlich, ne, das sollte man, glaube ich, mal testen. Das werde ich auch irgendwann mal machen. Der Markt richtet sich schon recht oft irgendwie nach den ersten 15 Minuten und beziehungsweise die zweite 15 Minuten sind, ich hoffe, das stimmt, ja, das müsste man wirklich mal prüfen. Muss ich auch aufpassen, dass es nicht nur subjektive Wahrnehmung ist. Aber wenn die ersten 15 Minuten long sind, sind es die zweiten auch irgendwie ganz oft. Oder zumindest mal zeigt es sehr, sehr oft den Impuls an, der danach kommt. Ne? Also hier M15. Das war jetzt halt die erste. Und oft kommt dann halt, wie gesagt, ich müsste es prüfen, aber ich glaube schon, ist der zweite Impuls dann der gleiche und macht auch eigentlich dann ein neues Hoch. Und ganz selten dreht es dann halt irgendwie um. Aber trotzdem, der müsste jetzt auch mal kommen. Und das sind jetzt irgendwie gerade mal 14 Punkte hier bis zu dem High. Aber wenn es nicht kommt, dann ist halt so. Ne? Gleich mal knapp ist, ja, genau. So. Aber hier bei Blacks kommt eher irgendwie Kloppers statt Kloppers. Aber kann natürlich sein, ne, dass wir halt im Daily hier nochmal ein kleines neues Tief machen und dass jetzt einfach um 9 dann nichts kommt. Das heißt, kleines neues Tief wäre dann halt hier nochmal da irgendwo drunter. Muss ich hier auf die Stunde bezogen, würde ich aber generell mal sagen, alles, was hier liegt, ist long. So, der ganze Bereich hier. Ne? Und kann natürlich jetzt einfach sein, dass jetzt dann halt nichts mehr kommt. Bis 10 Uhr, der Markt dann halt hier ein bisschen rumdappelt.
und dann halt sich da unten irgendwie nochmal Support holt und dann halt nach oben zieht. Also das kann natürlich passieren. Bei der Vola und dem Volumen, ne, wäre das jetzt nicht wirklich verwunderlich, wenn dann irgendwie sowas kommt. Daher möge man es mir dann bitte nachsehen. Aber was soll man da sagen, ne? Das sind ja halt auch nur irgendwie, was ist denn das darunter? Keine Ahnung, irgendwie 20 Punkte tiefer. Mehr ist es nicht, ne? Das ist ja auch nichts, wo man sich jetzt irgendwie groß Gedanken machen muss. Ne? So, ey, das Ding würde ich dann, ich würde ihn einfach tatsächlich, auch wenn es hier nicht der Plan war, ne? Aber dann jetzt hier deswegen zuzumachen, ist, glaube ich, auch Quatsch, ne? Ich würde den, glaube ich, dann eher drin lassen und dann den Stop auch da unten liegen lassen. Und dann irgendwie später nochmal drauf gucken. Also wie gesagt, er sollte für meine Begriffe das Kassa Gap nicht unbedingt zumachen. Da wäre mir schon, fände ich schon besser, wenn er das in Ruhe lässt. Und weil das halt eben oft dann nicht so klasse ist für weiter Long. Aber wenn ich mir hier die 5 Minuten schon angucke, wie die sich entwickeln, dann gibt es wahrscheinlich um 9:30 Uhr einen kurzen, kleinen, knackigen Rutscher nach unten. Und dann muss man halt mal gucken, was er damit macht. Wenn die so schließt, ich weiß es ja nicht. Ne? 1 Minute hat er ja noch, der Markt. Sagt der Dow zwischendurch. Der drückt auch wieder hoch. Okay. Knows, aber die Vola ist echt schade. Weil ich habe ja irgendwie, wir hatten ja schon ein paar Mal das Thema, so irgendwie morgens überhaupt noch handeln oder macht man nicht irgendwie nachmittags besser die Webinare. Aber es ist wirklich mal so und momentan sieht mir das nach einer Phase aus. Das wird ja nicht dauerhaft so bleiben. Also, das Volumen derart unterirdisch ist und die Vola sowas von im Keller. Und das wird sich auch wieder ändern. Ne? Also, das ist keine Frage. So, also, ich sollte minimal recht behalten mit der 15-Minuten-Kerze, die man hier sieht. Ja, wenn eine grüne kommt, kommt auch noch eine, aber nicht unbedingt so eine. Und hier mit dem Gap, oh mein Gott. Ja, also hier sieht man ja irgendwie sogar leicht gegappt, das ist natürlich nicht gut. Also das heißt einfach, das Volumen viel zu dünn ist. Eigentlich ist das so ein Markt so zum Finger weglassen. Das bringt eigentlich nicht viel. Das bringt eigentlich nicht wirklich viel. Aber es hätte ja sein können, dass er halt heute irgendwie dann kurz mal nach oben aufbricht. Aber vielleicht kommt es auch heute noch. Aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel, dass wir das halt hier im Webinar noch irgendwie sehen werden. Sondern sieht wirklich so aus, als wäre das jetzt hier mal kurz nach oben geguckt. Und es wird gleich nach unten geguckt. Und dann wird sich wieder in der Mitte eingependelt. Und dann wird drauf gewartet, wer da kommt und das Ding dann halt auflöst. Und dann so hoffe ich doch nach oben. Bei mir erkenne ich da momentan nicht. Also auch der DAO ist. Gucken wir hier gerade mal die Kommentare. Ich kann sagen, dass viele Instants fehlen. Ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß vor allem, ich weiß nicht warum. Das ergibt irgendwie für mich alles gar keinen Sinn. Also, falls jemand irgendwie eine sinnvolle Erklärung hat, warum gerade die letzten Tage oder jetzt irgendwie 2 Wochen der Markt irgendwie das Volumen komplett im Keller ist, also bitte gerne her damit. Ich weiß es wirklich nicht. Ne? Bin da komplett überfragt. Aber halt so ein schlappes Volumen, habe ich in den letzten Jahren irgendwie auch wirklich selten gesehen. Also das ist wirklich schon richtig, richtig bitter. Ja, es ist ja auch nicht nur der DAX, ne? Also Elias schreibt ja fett restriktiv Geld für den DAX. Der DAU ist ja nicht besser. Also gerade die hätten ja irgendwie morgens die Chance, den Markt zu bewegen, ne? Mit irgendwie relativ wenig Asche. Und weil die Kasse ja nicht irgendwie auf der anderen Seite steht. Aber da ist ja auch nichts. Der klebt ja genauso auf der Stelle rum. Ne? Also zumindest mal morgens. Der hat zumindest nachmittags noch ein bisschen Bums. Aber morgens hängt der auch nur irgendwie blöd auf der Stelle rum und bewegt sich halt kein bisschen. Ne? Das ist halt eher so das Ding. Hier auch. Ne? 10 Punkte rauf und runter. Das ist gruselig. Einfach nur gruselig. Ja, und wenn man sich die Tageskerzen anguckt, hier Löcher, 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 Löcher. Und irgendwie
Nichts dahinter. Und beim DAO auch kleine, winzige Stundenkerzen jetzt hier. Und die Tageskerzen sehen halt auch nicht viel besser aus. Alles bisschen schräg. Also vom DAO her habe ich auch einen Blog geschrieben. Da ist der sieht für mich einfach nur long. Entschuldigung, muss mal kurz mich hier räuspern. Der sieht für mich auch kein bisschen short aus, der DAO. Und auch hier, wenn man sich das anguckt, das war die Bewegung gestern Abend, 8 Uhr. Und irgendwie direkt nochmal komplett darüber geballert. Und hier halt ist jetzt einfach dran, die nächste Welle nach oben halt einfach auch hin zu zimmern. Ne? Das heißt also, hier sollte das für meine Begriffe eigentlich dann nachher auch so aussehen, dass wir halt hier vielleicht nochmal irgendwo aufsetzen. Also, das haben wir hier unten maximal in dem Bereich nochmal. Und dann halt nach oben rausziehen. Oder halt jetzt hier direkt drüber. Oder halt hier auch nur auf die Hochs drauf, die er so ein bisschen nicht wirklich ausgelassen hat. Also eigentlich kann der Dauer hier oben direkt abhauen. Der muss diesen Rücksetzer dann gar nicht mehr machen. Oder wenn er einen kleinen machen will, dann bis hier hin. Aber da jetzt nochmal runter, ganz runter glaube ich nicht dran. Überhaupt nicht. Also maximal im Dauer hier heute die 33,88 irgendwas. Warum? Einfach, ist ja der übliche Ansatz immer, der auch sehr, sehr oft funktioniert. Dabei war halt hier, da sieht man ja, guck, hier die Widerstände, ne? Und Widerstand wird zum Support, wenn die Dinge erstmal gekauft sind und wenn man sich da jetzt mal eine Linie hinzieht. Und dann sieht man schon, ne, hier an diese Highs, dann sieht man, er hat das schon gemacht, zweimal sogar, ne? Also hier durch den eigentlichen Widerstand, den alten Widerstand, wo er sich ja wirklich den ganzen Tag gestern dran aufgehalten hat, da hat er schon drauf aufgesetzt. Er könnte es halt noch ein bisschen deutlicher machen können. Ne? Also das heißt hier so auf Schlusskurse drauf. Das heißt, das kann der machen. Ne? So irgendwie kurz hier mal die Lows abgefischt. Also das heißt abgefischt. Wie auch immer, ja, aber das. Das ist in Ordnung, ja. Kleine Rücksätze und dann Feuer frei nach oben. Aber hier nochmal drunter, dann laufen wir eher Gefahr, dass wir hier in der Range irgendwie stecken bleiben. Kann natürlich auch passieren, aber das wäre für mich eigentlich so das Plausibelste. Entweder von hier jetzt direkt durch oder halt nur ein kleiner Rücksetzer darunter und dann oben durch. Das wäre so für mich im DAO jetzt irgendwie das Naheliegendste, was da eigentlich kommen sollte. So, der DAX macht es natürlich genau wie ich vermutet, ne? Aber ist nicht schlimm. Bin ja hier nur mit einer kleinen Size drin und habe ja auch gesagt, also der hier war natürlich dann Quatsch, ne? Den zweiten da oben, aber okay. Kam halt nichts mehr nach. Aber das wird wahrscheinlich dann halt die Geschichte hier werden. So. Und es macht halt, ich meine, klar, schön wäre natürlich jetzt gewesen, wenn er halt einfach direkt zur Eröffnung dann mal nach oben rennt und jetzt nicht irgendwie in der zweiten Halbzeit, wo ist meine Maus hin? Warte. In der zweiten Halbzeit jetzt dann die Korrektur macht, das ist natürlich einfach nur nervig, weil besser wäre gewesen, direkt da rein und dann halt darauf und dann hätte er da oben kleben bleiben können und dann da oben durch. So haben wir jetzt natürlich die Gefahr, dass wir halt hier einfach nur eine nervige Range kriegen und weil er sich jetzt in der Richtung zeitlich, würde ich es mal so nennen, vertan hat. Und das heißt, also hier erstes Hoch. Und jetzt der Support und dann nochmal hoch, dann haben wir da oben schon einen Widerstand. Das heißt, da wird er dann auch nicht einfach ohne weiteres durchkommen. So, aber hier unten drunter glaube ich nicht, wie gesagt, sondern eher so halt da so rein in die Geschichte hier, sich da unten irgendwo fangen und dann halt wieder zurück zur Eröffnung und dann halt nochmal gucken auf der Oberseite, ob das dann so funktioniert. Ne? Ist aber für mich jetzt okay. Ne? Also klar, zeitlich. Im Webinar wäre natürlich besser gewesen, wenn er das im Webinar gemacht hätte und nicht unbedingt jetzt hier. Aber okay, ich kann nicht mehr machen, als es zu beschreiben. Aber auf die Wohler muss ich mich am Endeffekt dann eben auch einstellen. Ne? So, und wenn man eins vor allen Dingen gesehen hat die letzten Tage, dann ist es halt, dass eben hin und her macht gar keinen Sinn. Also wenn der Markt schnell genug ist, ist es ja kein Problem. Aber dann kann man auch mit hin und her was reißen. Aber wenn der Markt
so langsam ist, und dann ist das halt eher dann tödlich, weil dann denkst du so, ah, jetzt geht er in die Richtung und dann so, oh, nicht schon wieder da und dahin. Im Prinzip her passt das jetzt, ne? Also er hat ja hier unten genau auf dem grünen Ding da aufgesetzt, wo ich ja am Anfang gemeint habe, wäre eigentlich nett, wenn wir dahin mal kurz korrigieren, allerdings nicht nachher. Das ist natürlich jetzt totaler Mist. Ja, das heißt, ich würde hier eher damit rechnen, dass der jetzt wahrscheinlich sogar noch mal tiefer korrigiert. Das hätte er zuerst machen müssen und dann raufziehen und nicht umgekehrt. Und das finde ich jetzt halt gerade so ein bisschen nervig. Nichtsdestotrotz sieht man ja halt, ne, dass das passt. Aber wahrscheinlich muss man jetzt ein bisschen mehr Geduld mitbringen und dann mal sehen, wann und wie das Ding dann halt noch mal an die Oberseite hier an so an die an das Tageshoch dann halt eben läuft. So, er kann aber dann jetzt hier natürlich jetzt auch den grünen Kasten da unten, das, was ich gerade eingezeichnet habe als Supportzone, trotzdem jetzt natürlich auch hier bis runter irgendwie ausloten und sich dann nochmal hier in der Mitte einpendeln. Ich glaube immer noch nicht, dass der jetzt einfach so da unten durchrutscht. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran. Also, sondern das wird sich wahrscheinlich hier eher in der Mitte irgendwie einpendeln. Trotzdem kann man es natürlich nicht ganz ausschließen, das ist halt auch klar, ne? Aber halt die Reihenfolge bei der Wohler, ich meine, Reihenfolge generell ist immer ein bisschen schwierig vorherzusehen, aber bei der Wohler dann halt einfach jetzt doppelt anstrengend, das dann halt noch irgendwie vernünftig dann halt mitzukriegen. Also wer dann halt möchte, wer da halt irgendwie auch Long nach oben raus will, der muss dann wahrscheinlich ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. So, aber wahrscheinlich wird kein Weg dran vorbeiführen, dass das Gap hier dicht gemacht wird, dass wir uns hier irgendwo festfressen und dann halt eben nochmal hier auf den Anfang laufen und dann halt sehen, was passiert. So. Mein normalerweise, ich bin ja auch ein Freund davon, irgendwie mal schnell eine Nummer zu drehen, aber nicht bei den Bewegungen. Das ist komplett sinnlos, ne? Also man sieht ja hier, es geht mal irgendwie 3 Punkte rauf und runter. Das macht gar keinen Sinn. Überhaupt nicht, ne? Sondern was man dann eher dann halt machen könnte, ist, man kann hier gerade mal gucken, so dass man halt sagt, okay, ich nehme halt hier, wenn er jetzt irgendwie nochmal dahin kommt, ich nehme erstmal den hier raus und setze dann halt einfach tiefer an, ja. Und das wäre dann ohnehin hier unten so das Maximum in dem Bereich. Und versucht ihn dann halt, danach er dann halt irgendwie nach oben raus, wenn er das denn macht, dann eben zu begleiten, ne? So. Trotzdem muss man natürlich auch immer kritisch sein, der eigenen Betrachtung oder halt jetzt auch meiner Betrachtung gegenüber. Ne? Ich weiß ja nicht. Ist Audio schon wieder weg? Nee, Audio ist da, oder? Alles gut. Okay, nee, weil hier schreibt gerade jemand Audio Ja, tot. das scheint GoToWebinar jetzt ein größeres Problem zu Ja. haben. So, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ach so, ja, genau. Auch trotzdem muss man kritisch sein, auch meiner Betrachtung gegenüber, weil ich, was heißt kritisch? Ich bin selbst kritisch dahingehend, dass ich sage, ich weiß ja nicht, ob das Ding wirklich nach oben rausballert. Ich kann ja nur sagen, der Markt ist long, fertig. So, und solange er long ist, ist er long. Ja. Und so lange setze ich halt eben auch drauf, dass die Reise weitergeht. Weil wenn wir natürlich jetzt hier, egal, wenn das jetzt hier dauert, ja, und ich lasse das Ding auf und wir stehen heute Abend hier oben irgendwo, ja, dann ziehe ich meinen Stop hier unten hin und guck mir dann halt eben, leg die Füße hoch und guck, wie die sich da oben dann halt die Köpfe einschlagen und drüber diskutieren, ob es dann zu teuer ist. Ne? So. Und mehr kann ich ja nicht tun. Ja? Nur wenn jetzt halt irgendwie oder beziehungsweise was ich mehr tun kann, ist halt mir ein Kriterium festlegen, wo ich sage, ab wann ist der Markt denn nicht mehr long? Und das ist halt für mich eigentlich erst so ab hier der Fall, ne? Unter diesen letzten Supports. So, das heißt, wenn wir da irgendwo hin fallen oder halt da drunter uns einpendeln, ja, und dann ist halt die ganze Geschichte erstmal vom Tisch, das ist klar, ne? Aber alles darüber eigentlich, also alles über 15.750, ne, also auch hier über diesem Widerstands, der vorher ein Widerstandsbereich war, spätestens 730. So, da ist auf jeden Fall nicht mehr long. Ne?
So, das heißt jetzt nicht für diesen Trade, den würde ich jetzt nicht unbedingt so lange da festhalten wollen, sondern den würde ich eher zumachen, ja. Und dann halt angucken, was da unten passiert. Also den würde ich hier unten zumachen und dann halt erstmal sagen, gut, mal abwarten, ob sich das wirklich so bestätigt mit dem Long. Aber darunter müsste man dann die ganze Richtung überdenken. Aber alles, was bis darunter passiert, ist dann halt eher glücklicherweise günstig, aber nicht short, ja. Also würde ich mal behaupten, dass das von meiner Betrachtung auch richtig ist und nicht nur rein subjektiv jetzt hier, ne? Würde mich wundern, wenn das irgendwie großartig anders dann halt aufgeht. So, was man halt hier, ich wollte gerade sagen, was man hier machen kann, ist den mal rausnehmen, hier den unteren, aber hier passiert einfach viel zu wenig. Ne? Wahrscheinlich laufen wir irgendwie auch um 10 Uhr nochmal rauf auf die Eröffnung. Keine Ahnung. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier jetzt nicht überziehe, weil ich wollte ja eigentlich um 15:15 schon raus sein, aber jetzt hat mir GoToWebinar gerade so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich würde aber eigentlich schon gerne sehen, wie 10 Uhr hier auflöst. So, aber wenn 10 Uhr, also hier in der Stunde, wenn 10 Uhr aber in Rot auflöst, oh, dann wird es wieder ein langer Tag, bis das Ganze dann halt wieder irgendwie umgebaut ist. So im Nachhinein hätte man sagen können, ja gut, vielleicht wäre Scalping doch gar nicht so doof gewesen da oben, ne? Von der 4.2 runter bis auf die 8.01, immerhin wären es 40 Punkte gewesen, aber gut. Ich glaube, da geben mir auch viele recht, die das irgendwie auch schon ein paar Tage machen, bei so einem Volumen, so einer Vola, ist es echt schwer, da halt irgendwo an der richtigen Stelle die richtige Entscheidung zu finden. Ne? Das ist eigentlich so ein Markt, wo man irgendwie, wo alles besser ist, außer handeln. Was im Ernst? iPad kein Ton, Windows kein Ton, Mac kein Ton. Ja, das scheint an GoToWebinar zu liegen. Die haben da irgendwelchen Stress scheinbar heute Morgen. Das ist natürlich so ein bisschen doof. Aber liegt leider nicht bei uns. Bin immer froh, wenn ich schuld bin, dann kann ich es auch selber beheben. Ja, aber einige, ne, also einige schreiben hier jetzt einfach in die Kommentare, sie haben keinen Ton. Also ist so, ich war ja vorhin auch einer von denen, die keinen Ton hatten. Von daher ist das halt leider eine Tatsache, die wir nicht ändern können. Technisches Problem beim Softwareanbieter. So, irgendwie die Hälfte hat Ton, die andere Hälfte hat ihn nicht. So, die 5 Minuten warten wir jetzt mal noch kurz. In der Schweiz ist der Ton super. Okay, das ist doch schön. Die Schweizer, siehst du. Nein, das hat auch nichts mit Internet zu tun. Es ist halt einfach so. Scheint hier irgendwie random. Irgendwie der Ton verteilt zu werden. Vielleicht Ton bei GoToWebinar, eine knappe Ressource, weiß nicht. In Wien auch. So, das ist schön, wir sind ganz schön international hier. Schweiz, Österreich, Deutschland. Haben wir denn noch hier? Vielleicht ein bisschen spät zum Fragen, weil jetzt leider einige auch gegangen sind, als hier die Tonprobleme waren. Aber haben wir noch anderes Ausland hier eigentlich vertreten? So, hier geht's halt mal, ne? 3 Punkte rauf und das ist Bayern. Ja, Bayern ist auf jeden Fall Ausland. Das ist ja klar. Freistaat. Freistaat Bayern. Aber man soll ja den bayerischen Dialekt als Nicht-Bayern nicht nachmachen. Das ist ja verpönt. Morgens 5:10 Innsbruck, ja. Sachsen. Hey, ich habe gefragt, Ausland. Ich hätte beinahe was zu Österreich gesagt, aber dann darf ich nachher keine Webinare mehr machen. Muss ich mich zurückhalten? Political Correctness und so. Aber wenn ich davon nicht viel halte, aber
In Webinaren, wo ich Gast bin, darf ich natürlich mich nicht daneben benehmen, ne, Nelson? Wär gut. Ja. Ja, ich bin so ein bisschen Humor, schwarzer Humor, bin ich immer ein Freund davon. Aber gut, lassen wir das jetzt mal kurz hier so sagen. Also, es bewegt sich nichts, gar nichts. So, es geht 2 Punkte rauf und runter. Also, wir hatten ja schon schlimme Webinare, das glaube ich ist das Schlimmste. So. Aber da kann jetzt keiner was dafür. Auf jeden Fall Top 3. Ja, auf jeden Fall, ne? Also, das ist der Markt in letzter Zeit. Ich habe ja noch gesagt, der DAX ist eigentlich der, der morgens um 10 Uhr beziehungsweise um 9 Uhr dann zumindest mal ein bisschen sich noch in eine Richtung deutlich bewegt, während der Dow irgendwie komplett einpendelt. Und so, pff, jetzt haben wir hier. Ja, schade. Aber man kann es nicht ändern. So, der hier, also was mich ein bisschen ärgert, ist der hier, den zweiten. Da habe ich ihm ja wirklich zugetraut, dass nochmal irgendwie was nach oben nachkommt, aber stattdessen ist einfach nichts mehr gekommen, weil wenn ich den nicht gemacht hätte, könnte ich jetzt hier einfach aussteigen und sagen, komm, gut ist. Und so kann ich es halt nicht. Ich gucke jetzt aber mal, wie die Stunde hier schließt und dann machen wir auch das Webinar zu. Eigentlich könnte der hier ganz stressfrei, genau wie im großen Timeframe auch, hier oben die Supports von unten ansteuern, also dieser Bereich hier, wo er sich vorher irgendwie drauf abgestützt hat, ganz gemütlich. Aber wozu denn auch? Der DAX hat ja den ganzen Tag Zeit, um hier jetzt nochmal 10 Punkte raufzulaufen. Hooray, hooray. Ja. Ja, ich glaube, ich brauche gleich mal einen starken Kaffee. Wobei ich bin heute schon lange wach. Ja, und das nächste Webinar wäre dann tatsächlich, so hoffe ich doch, aus der neuen Bude. Ich bin nur Schaffst du mal denn? gespannt, was das. 2. Mai? Bitte was? 2. Mai wäre der nächste Termin. Schaffst du das? Ja, müsste ich eigentlich hinkriegen. Okay, super. Das müsste ich eigentlich hinkriegen, ja. Also es hängt eher so ein bisschen von der Telekom ab. Also die ist natürlich schon ganz lange bestellt und auch terminiert und weiß ich nicht was. Ich weiß nur nicht, wie die Leitung da ist. Eventuell müssen wir da irgendwie, müssen wir was einfallen lassen. Da bin ich mal gespannt. Das ist so ein bisschen doof, aber generell alles andere ist dafür besser. Also es jetzt ist. Was machst du denn jetzt ohne Erpel? Nee, das Ding ist was auch. Also zum Markt, glaube ich, können wir jetzt erst auch mal nicht viel sagen. Von daher quatschen wir jetzt noch ein bisschen rum, machen hier ein bisschen von mir aus noch ein paar Minuten Entertainment. Ich hoffe, man sieht mir das nach, aber es bewegt sich einfach nichts. Also Apple ist hier ein Restaurant bei mir in der Nähe. Der Nelson hat das gerade als Gag eingeworfen. Ich war da halt, ich wohne hier jetzt seit 10 Jahren, in Lindenthal in Köln. Und ich war da halt fast jeden Tag Mittagessen, ja. Und deswegen fragt der Nelson gerade, was machst du gerade, wenn du keinen Erpel mehr hast? Das Witzige ist, das Erpel gibt es nicht mehr, Nelson. Die haben vor 2 Monaten zugemacht. Ich hatte einen Und Verdacht, aber ich wusste es nicht genau. ja, doch. Und die haben wahrscheinlich gesagt, gut, der Hilger zieht jetzt auch weg. Wir sollen da noch Umsatz machen. Und da haben sie das Erpel auch zugemacht. Das ist natürlich ein lustiger Zufall. Und da ist jetzt irgendwie ein anderer Besitzer drin. Und die waren jetzt halt, also ganz anderer Betreiber. Und da waren wir jetzt irgendwie am Wochenende mal essen und fanden es gruselig. Einfach nur gruselig. Und auch ich sage so, gut, dass wir umziehen. So, Ja, daher. da fällt der Abschied leichter, ja. Ja, wirklich, so doof es klingt, ne? Aber ich meine, wir sind ja alle nur Menschen, haben Gewohnheiten. Und da habe ich echt gedacht, so, ja, ey, das ist doch alles ein Zeichen. Von daher nicht weiter tragisch. Was sie schön gemacht haben, ist die Außenterrasse. Da ist jetzt irgendwie so endlich mal, pfeift der Winter nicht mehr durch, weil der vorige Besitzer, der war da sehr sparsam insgesamt. Aber na ja, gut. Ja, die ziehen mit um. Ja, das wäre nett gewesen, aber. Ach ja, so, gut. Also, ja, wo ich hinziehe, bleibt natürlich ein Geheimnis.
Ich finde halt so, ich werde jetzt hier nicht unbedingt im Webinar meine Wohnadresse bekannt geben. Ich glaube, das kann man auch verstehen, dass das nicht unbedingt sein muss. Aber es ist auf jeden Fall halt alles noch hier im näheren Umfeld und braucht 5 Minuten länger bis zur Innenstadt. Das ist okay. Gut. So, also, Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Ein Punkt rauf und runter, das können wir jetzt auch uns wirklich schenken. Ich glaube, es ist auch alles gesagt. Auch jetzt, wenn hier die Stundenkerze ganz kurz noch, das kann ich noch kurz dazu noch was sagen. Also die Stundenkerze ist jetzt zwar hier irgendwie rot oder schwarz oder wie auch immer, aber nicht short. Ja, also so, das ist irgendwie, ist ja nichts passiert. Die schwebt da über meinen grünen Bereich da oben rum, über der 800. Da kann genauso gut die nächste oben da durchlaufen. Die hat für mich keinerlei Aussagekraft, gar nicht. Ne? Und man sieht ja auch, jetzt, auch wenn es jetzt hier alles in der Bola mega überschaubar ist, es drückt auch direkt wieder nach oben. Und wieso auch nicht. Ne? Also ich bin halt mal gespannt, wo der Tag jetzt dann halt nachher endet. Werde das Ding jetzt auch erstmal drin lassen. Und beziehungsweise, wenn ich die Chance habe, hier jetzt noch aus meinem exemplarischen Long noch einen wegzunehmen, dann mache ich das. Das heißt, also hier die Zone, da führt für meine Begriffe eigentlich überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass wir halt echt so eine Pipi-Wohler hier haben. Ne? Aber das Prinzip ist und bleibt immer das Gleiche. Auch vom, und man wird halt auch sehen, wenn der hier reinläuft, wird er wahrscheinlich irgendwie, ich würde mal tippen, hier ein bisschen drüber laufen und dann halt hier nochmal ein bisschen rumzackern. Und weil das halt ja auch hier im kleinen Timeframe nichts anderes ist. Wir haben da oben Supports gehabt. Ne? So, die sind verkauft worden. Da läuft es dann nochmal hin zurück und dann auch nochmal wahrscheinlich ein Stück runter. Und das heißt, weil es hier vorher Support war, dürfte jetzt dann halt zu Widerstand werden. Wobei, hier ist natürlich der kleinere Timeframe. Das heißt, die Verlässlichkeit ist da nicht so groß wie jetzt zum Beispiel im H1. Das ist halt auch klar. Und das heißt, das Thema ist auch schneller halt irgendwie im Zweifelsfalle umgedreht, sodass er halt eben dann doch oben durchlaufen kann. Aber jetzt erstmal dahin, an den Pivot wahrscheinlich dann nochmal. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt gleich erledigt. Und dann kann man sich halt, wenn man das Ding hier mitgehandelt hat, ne, dann überlegen, okay, gehe ich dann halt da raus oder nehme ich mal halt irgendwie den unteren da wieder weg, nehme ich den oberen weg und so, dass der Break-Even sich halt nochmal ein bisschen nach unten bewegt. Und das kann man sich dann überlegen. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja hier noch irgendwie in 2 Minuten hin. Ansonsten muss ich jetzt hier leider wirklich einen Deckel drauf machen, weil ich um 11 jetzt gleich einen Termin habe und hier noch ein paar Sachen zusammenpacken muss, damit das passt. Ja, ich danke für eure Kommentare und auch das Verständnis von all jenen, die auch in der Gruppe dabei sind, den Blog lesen. Ich glaube, es kennt jeder, Umzug ist immer irgendwie Ausnahmezustand. Ja. Ich habe auch mal irgendwie tatsächlich gelesen, so in so einem Artikel über Psychologie, dass halt Umzug tatsächlich irgendwie so eine der größten Belastungen des Lebens ist. Hätte ich nie gedacht. Ne? Also jetzt nicht vom Stressfaktor her, sondern eher so, weil man halt irgendwie so sein ganzes Leben quasi in die Hand nimmt und irgendwie mit allem nochmal konfrontiert wird. Und weil an allem ja irgendwie eine Erinnerung klebt. Und das macht es halt dann tatsächlich nochmal irgendwie anstrengender, stressiger und so weiter. Also, lustigerweise hätte ich nicht gedacht. Also, ich bin oft umgezogen. Ich glaube jetzt nicht, dass das für mich jetzt so das Riesending ist. Aber ich fand es halt nur interessant. Und da, von daher kann man es dann auch verstehen. Und warum da einige halt überfordert sind damit. Nee, aber generell, klar, es ist jetzt erstmal halt nur ein bisschen Dreck, bisschen Arbeit. Und deswegen echt danke für das Verständnis und natürlich auch für eure Glückwünsche beziehungsweise gutes Gelingen Wünsche hier in den Kommentaren. So, wir machen jetzt aber hier Feierabend, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, ich hoffe, das war okay für euch vom Webinar her, dass der Markt sich jetzt halt hier so nur auf der Stelle bewegt, da kann ja keiner was für. Aber es war so ein bisschen abzusehen, aber generell passt es ja trotzdem jetzt erstmal für das, was ich beschrieben habe.
Und den Rest wird man dann halt im Laufe des Tages dann halt sehen müssen, ne, wie das Ding dann auflöst und ob die Grenzen gepasst haben und ob das Ding dann halt hier noch vernünftig rausgekommen ist oder nicht, ne. Aber ich bin trotzdem hier Reihenfolge, wie gesagt, das ist halt so, ja. Also mache ich mir jetzt auch selber. Da, guck, da kommt er doch. Er tut uns doch wenigstens hier einen kleinen Gefallen, läuft genau in die Zone, habe ich ja gerade gesagt. Das ist jetzt wahrscheinlich auch relativ schnell erledigt, dass wir da reinlaufen. Das heißt, hier oben an dem Pivot dann jetzt wahrscheinlich nochmal drüber. Und dann kann man halt die unterste Position, wie groß die dann auch immer war, dann auch rausnehmen. Ne, muss auch jetzt hier nicht unbedingt noch die letzten 4 Punkte abwarten, kann man aber machen. Und mal gucken, ob er jetzt halt ein Stück weit nach oben durchdrückt oder nicht, oder ob das jetzt hier nur so eine Zuckung war. Das warten wir jetzt mal noch ganz kurz ab. Na komm, einmal schnell da oben rein. Guck mal, sonst wartet der DAX ja immer, bis wir fertig sind mit dem Webinar, ne? Aber heute, guck. Ist er ja mal nett. Oder auch nicht. Aber die rote Zone haben wir schon mal. Das hat ja dann wieder gepasst. Aber wenn der jetzt da durch will, dann wird er jetzt wahrscheinlich ein bisschen tiefer reinstechen und sich dann halt hier irgendwo einpendeln, das Ding dann halt zurückkaufen. Aber generell, dass er jetzt genau hier hinläuft und auch genau hier jetzt erstmal bremst, völlig richtig, völlig okay. Völlig typisch vor allen Dingen. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir noch einen kleinen Stich hier oben rein und dann kann man den ja dann mitnehmen. Beziehungsweise ich würde dann halt hier unten jetzt dann rausnehmen, exemplarisch. Ja, okay. Also, ne, ich glaube, es ist ja irgendwie klar, was ich mir irgendwie gedacht habe. Das heißt, also hier irgendwo, da kann man einen rausnehmen und dann halt irgendwie eventuell später unten nochmal reinbauen und zieht sich so sein Break-Even dann halt runter und guckt, ob das Ding dann halt zum Ende des Tages nach oben rausgeht. Gut. Alright. So, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Mach's jetzt aber hier nicht mehr allzu lange, sondern gib dem Nelson jetzt gleich das letzte Wort. Also hat Spaß gemacht, wie immer. Wenn man wieder gerade hinsetzt, ich bin hier im Stuhl eingesackt. Also wünsche euch auf jeden Fall einen schönen sonnigen Tag. Wir sehen uns in 2 Wochen hier wieder, wie der Nelson gerade gesagt hat, am 2. April. Ich hoffe, dass es klappt. Ja. Also ich werde natürlich alles dran setzen, dass das funktioniert. Sollte es nicht hinhauen wegen irgendwelcher technischer Hürden dann an dem Tag, die dann nicht zu lösen sind, dann ist es halt so. Aber ich werde es auf jeden Fall, werde ich mich bemühen, dass das funktioniert. So, also ich wünsche euch was, passt auf euch auf. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Und sag dann adios, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Aber der Nelson hat das letzte Wort. Ciao, ciao. Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank für das Webinar. Vergiss Nelson im Hintergrund nicht mitzunehmen. Und Genau. wäre super, wenn es in 2 Wochen klappt. Natürlich viel Erfolg, dass alles gut läuft. Und vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Das ist nochmal ein Schlussbild hier. Viel Erfolg diese Woche noch. Und ja, bis hoffentlich in 2 Wochen hier mit Dirk wieder zusammen. Also, mach's gut. Tschüss. Thank you.